Ja, die Insel heißt Kythnos. Übrigens. Das ist von oben runter, von den Kykladen. Ich glaube, die dritte Kykladeninsel. Also wir sind jetzt, ich glaube, 5 Stunden unterwegs. Am Anfang mit Motor, jetzt unter Segeln. Es sind riesige Wellen und es schaukelt. Sie schauen nicht so groß aus, aber Carlo war heute schon seekrank. Und jetzt sind es noch 3 Stunden. Wir sind von Kythnos an Serifos vorbeigefahren irgendwie. Und jetzt sind es noch 3 Stunden. Aber wir machen gute Fahrt, 5 Knoten Speed. Also es wäre eigentlich alles perfekt, wenn es nicht so schaukeln wird die ganze Zeit. Na, schon seekrank. Direkt auf Milos zu. Das ist hier der Eingang von Milos. Wir haben heute den ganzen Tag keine Segler gesehen. Es ist der 27. September, also gestern in der, also heute Nacht in dieser Kythnos-Bucht war ja Hochbetrieb, aber heute hier runter zu fahren haben wir keine Segler gesehen. Ich muss jetzt ankommen. Ich glaube, wir sind jetzt 8 Stunden diesem Gewackel hier unterwegs. Also es ist schon cool, wir konnten cool segeln heute. Hier. Segeln Raumwindkurs. Ich will jetzt in Milos ankommen. Ich glaube, jetzt ist es 3 oder so. Wir sind jetzt in Milos und haben da unten zwischendrin einen Platz gefunden. Bei dieser großen Yacht, die man da jetzt sieht, auf der rechten Seite des Bildes. Daneben sind 3, 4, 5 mit weißen Schildern, da heißt No Mooring. Da darf man sich nicht hinstellen. Ich habe gedacht, da muss man ankern, weil da keine Mooringleinen sind. Aber da darf man gar nicht stehen. Wir sind in Milos. Das ist ein Vulkankrater. Der ist wohl noch auch irgendwie aktiv. Das merkt man an heißen Quellen. Und hier ist die Mostra Lounge Bar Cocktail. Es ist Dienstagmorgen, der Hafen von Milos. Wir haben sehr gut und ruhig geschlafen und fahren jetzt um Milos rum. 8:30. Heute waren wir richtig lang hier, haben noch Kaffee getrunken und uns einen frischen O-Saft für 1,50 gekauft. Und jetzt haben wir hier aus dieser Lücke, haben wir gestern super angelegt und heute Morgen auch wieder angelegt. Carlo kämpft gerade mit dem Anker vorne einholen. Der türmt sich immer so auf in diesen Ankerkästen, aber das ist ja normal. Also es war sehr schön hier. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das steht nur für Elektroboote, Motor Yachts Only, das kann man sogar lesen. Und links davon glaube ich, dass auch noch Charterjachten stehen dürfen. Bis darüber. Ja, an sich war es total schön. Bye bye, Milos. Und es geht windig und wellig weiter. Wir haben 20 Knoten Wind. Uah. Wir müssen an dem Kampfdach vorbei und haben ziemliche Stränglage. Das ist schon eine schöne Landschaft hier. Ein Vulkan. Ja.
Wir fahren hier am Windkurs. Es brodelt hier richtig. Auf dem Film sieht man das ja mal leider nicht. Also wir fahren jetzt bei Milos westlich gegen den Uhrzeigersinn, haben wir vor, heute rundherum zu fahren. Wir sind jetzt schon über 5 Seemeilen, also allein aus diesem Hafen da hinten rauszufahren. Sind wir jetzt 1,5 Stunden unterwegs. Über 5 Seemeilen, bevor wir erstmal aus diesem tiefen Hafen, Naturhafen, rauskommt. Also wir sind jetzt an dieser Cave. Aber zu wellig. Weil das sehe ich schon. Wir sind jetzt in Milos, auf 10 Meter ankern und dann hier ein bisschen rumdüsen und schwimmen. Oh, du, da unten sind Steine. Der Carlo ist ein Kasperlkopf. Aber es geht. Milos, das sind jetzt die Felsen von Kleftiko. Das ist schon wirklich cool, wobei natürlich man auch hier nicht alleine ist. Das sind so kleine Höhlen. Ich drehe mich mal einmal um. Da ist ein Taucher, das ist der Carlo. Hier sind Höhlen. Vaters. Das soll auch ein schöner Sandstrand sein. Wir haben jetzt gerade so schön den Segel hier, aber es sieht schon schön aus mit diesen weißen Kalksteinen. Ist das gut. Also wir sind jetzt gerade an der Südostspitze von Milos. Das schaut schon auch sehr schön hier aus. Wir fahren jetzt auf Polyalgos zu. Es hat 20 Knoten Wind von vorne. Wir sind in einer wunderschönen Ankerbucht gelandet. Wir haben sogar Glück, hier ist nur einer mit uns herinnen. Auf der anderen Seite der Sandbank ist auch noch einer. Wir haben 12 Knoten Wind, aber wir haben jetzt mit über 2000 Umdrehungen eingefahren. Boah, ist das geil. Und der Carlo hüpft schon wieder ins Wasser. Der fleißige Schwimmer und Taucher. Und hier haben wir sogar einen Strand. Das ist jetzt schon richtig cool. Wie ist das Wasser? Sehr schön. Temperatur? Prima. Okay, ich schätze 26, zwischen 26 und 28 Grad. Sonne geht gleich unter. Der Carlo kocht. Wir machen heute Chinesisch. Man muss jetzt rauskommen zum Sundowner. Da waren vorhin Ziegen. Ich bin nicht mehr da. Eine Horde wilder Ziegen. Immer noch Wind, aber. Von 8.20 Uhr bis 16.20 Uhr haben wir gebraucht, Milos zum Fahren, haben eine Stunde in Kleftiko Pause gemacht und sind 53% gesegelt.